Jemand, der seit über 30 Jahren in der Gastronomie zu Hause ist und die Gastronomie kennt, ich komme ein Zweiter, ist der Alain Brümtner. Über 30 Jahre Kommunikationserfahrung. Sie sind Kommunikationsexperte, Gastronom, Hobbykoch. Habe ich etwas vergessen? Ja, Gastronom selber bin ich nicht, aber ich habe Gastrokritiker geschrieben. Ich habe Gastrobetrieb kommunikativ betreut, und zwar im Hotelier wie auch im Restaurantbereich. Warum braucht es Ihrer Meinung nach, was Kommunikation in der Gastronomie anbelangt, Nachholbedarf? Ich denke, dass der Gastronom, so wie ich ihn kennengelernt habe in meiner Zeit, relativ weit weg ist von der Kommunikation. Also das heisst, sein Produkt, er geht davon aus, er macht ein gutes Produkt, das redet sich um, die Leute kommen zu ihm und er kommt dort hin. Das heisst, ich habe nie irgendwie erlebt, dass der Gastronom auch aktiv eine Kommunikation betrieben hat oder einen Dialog versucht hat, mit seinen Gästen aufzubauen. Und ich denke, das wird heute einfach gestraft. Und das merken sie heute und haben einen grossen Nachholbedarf, in den meisten Fällen. Was ist denn Ihrer Meinung nach aktive Kommunikation? Aktive Kommunikation, reden wir jetzt vom Restaurant oder von Gastronomie am Ort, also dort, wo ich gehe essen. Dort erwarte ich eigentlich, dass Kommunikation über den Gruß aus der Küche rausgeht. Weil der Gruß aus der Küche, das ist irgendetwas, das einfach dann auf meinem Teller landet und wo ich kann essen kann. Aber dort kommuniziere ich nicht mit dem Koch, nicht mit dem Chef. Ich spüre ihn nicht. Und schlimmer, er spürt mich nicht. Und ich denke, das ist ein grosses Manko in der Kommunikation von der Gastronomie in der Schweiz heute. Auf der anderen Seite ein positives Beispiel, wo Sie gute Erfahrungen gemacht haben, wo Sie sagen, doch, da stimmt die Kommunikation. Ja, ich denke, das ist, also mein Lieblingsrestaurant, das ist als Alperösli in Klosters mit dem Franzi und dem Jos, und die gehen auf mich ein. Also dort ist Kommunikation authentisch, das heisst, mit mir wird dort geredet, mich wird gefragt, bist du zufrieden gewesen, wie ist das gewesen, was können wir besser machen, können wir irgendetwas verändern, und ich denke, das ist eben eine authentische und ehrliche Kommunikation, und es ist nicht einfach irgendwo ein Rauskommen aus der Küche und irgendwo gelangweilt seinen Gästen die Hand geben, damit man das nachher abhökeln kann auf dem Kommunikationsplan, weil das ist es eben nicht, und so wie ich es im Alperösli erlebe, so gefällt es mir, und ich denke, so müsste es auch sein. Abgesehen von der Qualität, die ein Koch braucht, nämlich als Koch, wie hat sich das Anforderungsprofil über die Jahre geändert, über die letzte Zeit, Ihrer Meinung nach? Also ich denke, das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt schaue, ein Gastrobetrieb, ein Gourmet-Tempel, dort ist irgendwo auch wenig Toleranz rum. Also wenn irgendetwas schief geht, dann ist sofort alles. Wenn ich hingegen in einem Restaurant bin, in einem gut bürgerlichen Restaurant, dann nachher verzeihe ich auch viel mehr, und ich glaube, der Gastronom muss mehr lernen auf sein Gegenüber, auf seine verschiedenen Gäste, und die sind sehr unterschiedlich. Also wenn er an einem Abend 50 Gäste hat, hat er 50 unterschiedliche Menschen dort, auf die er können eingehen kann und denen ein gutes Erlebnis können zu bieten, weil das ist ja der Grund, weshalb ich dort hingegangen bin. Abschliessende Frage. Wir sind an der Emix Night. Wie gefällt es Ihnen? Also es gefällt mir grundsätzlich, als Marketingmensch gefällt es mir da gut. Gastronomische Erlebnis finde ich da relativ dürftig. Also ich habe 12 Stunden gearbeitet und moderiert heute und muss nach irgendwo eine halbe Stunde anstehen, damit ich irgendwo etwas zu essen bekomme. Aber die Messe finde ich gut, und ich denke, es wäre interessant, wenn Gastronomen auch an solchen Events würden lernen, wie dass man aktiv mit seiner Zielgruppe kann kommunizieren kann. Ein Wort zum Sonntag sozusagen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung Best of Bewegt. Auf Wiedersehen miteinander.